Der Citroën sagt sogar, hier wird kein Millimeter verschenkt. Verblombte Motoren und Einheitsreifen sorgen für Chancengleichheit. Allein das Können und der Mut des Fahrers zählen. Hautenge Überholmanöver und Windschattenduelle bei über 200 km/h sorgen für spannende Rennverläufe. Da alle Rennsaxos eine nahezu identische Leistung haben, entscheidet der Bremspunkt auf der allerletzten Rille über die Rangfolge. Ist der Saxo erst einmal instabil, hilft nur noch schnelles Reagieren und viel, viel Glück. Rempler sind dabei an der Tagesordnung. Manchmal auch mit größeren Folgen. Und dann rappelt's im Karton. Keine Angst, ernsthafte Verletzungen gab es in 3 Jahren Saxo Cup noch nie. Und wie schlägt sich ein solcher Rennzwerg im Vergleich zur Straßenversion? Unser Tracktest klärt auf. Die Kriegsbemalung ist nicht der einzige Unterschied zum serienmäßigen Saxo VTS 16V. Im Innenraum geht es sehr spartanisch zu. Alles, was zum Fahren nicht gebraucht wird, fehlt. Ein wohlgeformter Rennsitz mit 6-Punkt-Gurt hält den Fahrer stets am richtigen Platz. Feuerlöscher und Überrollkäfig sind für den Fall der Fälle mit an Bord. Der 1,6 Liter Vierventiler entwickelt 140 PS. Maximal verträgt der Motor 7200 Umdrehungen. Verantwortlich dafür das Motorsteuergerät, eine geänderte Airbox und eine Rennauspuffanlage. Diese sorgt zudem für einen infernalischen Auspuffsound. Bei unserer Beschleunigungsmessung erreicht der Rennsaxo Tempo 100 in nur 7,6 Sekunden. Profillose Slickbereifung, Rennbremsanlage und das fehlende ABS erfordern beim Bremsen einen gefühlvollen Fuß. Der Bremsweg aus 100 km/h fällt mit 36,3 Metern gering aus. Im Slalom wird klar, dass der Cup Saxo ein richtiges Rennauto ist. Er lässt sich präzise um die Pylonen zirkeln und erreicht sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten. Die lupfenden Hinterläufe und das knackige Übersteuern beim Gas wegnehmen sind typisch für frontangetriebene Rennwagen. Die beim Elchtest üblichen gut 60 km/h fahren sich so unspektakulär, wie es hier aussieht. Auf dem Handling-Kurs zeigt uns der französische Renner dann sein wahres Metier. Wieselflink lässt er sich um die Ecken werfen und zaubert dem Fahrer ein Lächeln ins Gesicht. Die Michelin-Slicks haben ordentlichen Grip, wollen aber erst auf mindestens 60 Grad Betriebstemperatur gebracht werden. Die sehr direkte Lenkung gibt dem Fahrer eine exzellente Rückmeldung über das Erreichen der Haftungsgrenze. Das Fahrwerk trägt nicht unwesentlich zum Fahrspaß bei. Beim Einlenken dreht der Saxo leicht mit dem Heck ein und stellt sich auf 3 Pfoten. Das gegenüber seinem Serienbruder kürzer übersetzte Getriebe sorgt für eine vorbildliche Beschleunigung aus engen Kurven. Die Gänge lassen sich so schnell und präzise schalten, dass es einem schwerfällt, wieder auszusteigen. Dank seines wahren Einsatzzwecks ist der Saxo sehr schnell. Er kann sich gegen Audi S3, Mercedes E55 AMG und Co. gut behaupten. Mit einer Rundenzeit von 19,86 Sekunden muss er sich nur knapp dem 360 PS starken Porsche GT3 geschlagen geben. Wer jetzt mit dem Gedanken spielt, seinen Straßensaxo nach Cup-Manier aufzurüsten, der wird vom TÜV enttäuscht, denn der Sound ist eindeutig zu laut.